So, hallo ihr Lieben. Endlich, endlich, endlich ist es mal soweit und ich habe es tatsächlich mal geschafft. Zumindest den Anfang gemacht, muss ich gleich dazu sagen. Das wird hier also jetzt kein Bastelvideo, sondern das ist mal so ein kleines Produktvorstellvideo von mir. Also wie gesagt, wer jetzt ein Bastelvideo erwartet, der kann hier ruhig getrost abschalten. Ist jetzt einfach mal so ein kleines Werbevideo in eigener Sache, denn der ein oder andere wird es schon über längere Zeit vielleicht mal mitverfolgt haben oder gehört haben oder sogar selber mir geschrieben haben. Und zwar erreicht mich ganz, ganz viele Fragen zum Thema Bausatz. Gerade jetzt bei den analogen Bedienis. Ihr wisst ja, ich habe bei eBay regelmäßig mal den normalen 1,5er Bausatz drinne mit den, ich muss mal gerade rausholen, mit den dazugehörigen digitalen Anzeigen. Kloß im Hals. Und diese digitalen Anzeigen, die haben halt gewisse Vorteile und auch gewisse Nachteile. Für mich persönlich überwiegen die Nachteile als die Vorteile. Das habe ich aber, glaube ich, ganz oft schon erklärt, warum ich dann letzten Endes doch diese analogen Anzeigen hier verwende, einfach weil sie meiner Meinung nach langlebiger sind. Und ja, genauer kommt es jetzt natürlich immer darauf an, wie groß nachher euer Akku ist, von welcher Spannungsreihe. Das ist ja dann eine andere Sache. Jedenfalls ist mir es noch niemals passiert oder noch kein einziger Kunde hat mir berichtet, dass diese analoge Anzeige kaputt geht oder kaputt gegangen ist. Und bei den digitalen Anzeigen, da hast du das wirklich schon öfters als Problem. Ja, ich habe es endlich geschafft, den 1,5er analog jetzt als Bausatz fertig zu machen. Ja, das war die Katze. Boing. Genau. Das ist Lotte. Ja, ich habe den 1,5er jetzt endlich mal als Bausatz fertig gemacht und bei eBay habt ihr das erste Angebot oder die ersten vier Angebote. Ich muss mal einmal ganz kurz mal die Katze hier rausschmeißen, weil sonst pflückt die mit dem Baum auseinander. Ja, man soll sich ja nicht ablenken lassen, aber das hat erfolgreich geklappt. Wie gesagt, ganz viele Fragen erreichten mich so von wegen, kannst du nicht mal den analogen auch mal als Bausatz anbieten? Und ihr wisst aus meinem, ja, in Anführungszeichen alten Bausatz, dass die Aufbauanleitung 33 Seiten stark ist und die zu schreiben, das hat natürlich echt einige Zeit gekostet und natürlich auch die Bilder dazu zu machen und dann irgendwie alles so zurecht formatieren. Und ja, diese Arbeit hat mich halt so ein bisschen davor, ja, ich sag mal, abgehalten, ein bisschen abgeschreckt auch, das einfach jetzt nochmal zu machen und dann bei allen anderen Produkten auch. Klar könnte man sagen, ja, du musst ja nur ein paar Stellen verändern und so weiter. Aber ich will, dass es ja auch vernünftig ist und deswegen habe ich mich da lange vorgedrückt. Und ich bin jetzt mal einen neuen Weg gegangen, denn ich habe den 1,5er, da gibt es quasi keine schriftliche Anleitung mehr, also eine ganz normale allgemeine Anleitung, die gibt es schon, also die allgemeine Anleitung, die ist auch schon, glaube ich, 12, 13 Seiten lang. Da habt ihr auch eine kleine Spannungsübersicht dann mit drin und so weiter. Und statt der Aufbauanleitung gibt es bei mir die Aufbau oder den Live-Aufbau als DVD. Und tatsächlich ist das dann so, dass ich den Volksbedini 1,5, so wie ihr ihn nachher geliefert bekommt, aufbaue live. Ich stelle euch hier einmal kurz im Video vor, was der Bausatz alles beinhaltet. Der riesengroße Vorteil ist, dass der Lüfter von mir bereits fix und fertig gewickelt ist. Bei den anderen Bausätzen, bei den digitalen Bausätzen, da müsstet ihr noch den Lüfter selber auseinanderbauen, selber wickeln oder vielmehr erstmal abwickeln und dann neu wickeln. Und das hat vielleicht den einen oder anderen auch so ein bisschen mit abgeschreckt. Und diese Arbeit habe ich euch jetzt abgenommen und ihr bekommt einen tipptopp, so wie sie es gehört, gewickelten Volksbedini 1,5 Lüfter. Und ja, wie gesagt, hier in der DVD, ich nehme mir auch extra viel Zeit. Also ich glaube, bei den 1,5er, die DVD-Länge ist eine Stunde und ja, da unten steht es ja, eine Stunde 27. Ganz unten rechts haben wir es in der Ecke stehen. Eine Stunde 27. Also ich lasse mir da wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit. Ich erkläre alles, ich zeige alles. Zeige auch noch oder vielmehr erkläre auch noch ein paar Sicherheitshinweise beim Arbeiten, zum Beispiel mit den Lötkolben oder mit dem Cuttermesser. Noch so ein paar kleine Tipps am Rande und ihr könnt mir hier im Prinzip auf DVD dann live dabei zuschauen, wie ich diesen 1,5 Bedini aufbaue. Und ja, das ist jetzt einfach mal etwas, was ich jetzt ausprobiere.
Denn ja, ich sag mal, so eine DVD in Anführungszeichen zu drehen, das kostet mich tatsächlich nicht so viel Zeit, wie so eine komplette Anleitung zu machen. Und von der Sache her, ja, und ich bilde mir auch ein, weil wie gesagt, beim Schreiben, ehe die Anleitung dann so richtig ausgereift war, ich habe das ja mit Kunden zusammen weiterentwickelt, weil das Problem ist ja, jeder liest es ja auch ein bisschen anders, jeder versteht es dann wieder anders. Und ich habe schon relativ gut versucht, mich irgendwie, ich sag mal, allgemein gehalten auszudrücken. Aber ihr wisst es, ich stecke da mit dem Kopf so tief in der Materie drin, was vielleicht für mich vollkommen normal ist, wo ich vielleicht gar nicht mehr drüber nachdenke. Das kann schon bei jemand anders neu sein. Also so neu, dass es halt eben nicht so als selbstverständlich betrachtet, wie ich das eben sehe. Und ja, dann habe ich halt diese schriftliche Anleitung dann über Monate noch weiterentwickelt. Und zum Schluss gab es dann auch gar keine Rückfragen mehr. Also das hat dann überall geklappt. Das war dann auch ein Zeichen. Gut, jetzt hat sich die Arbeit endlich auch gelohnt. Jetzt ist es soweit fertig. Und wie gesagt, diese Zeit, die wollte ich mir ganz gerne sparen. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch einfach, wenn man mir quasi live so dabei zuschauen kann, ja, ich glaube, das ist einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Diese DVD, da muss ich die YouTuber enttäuschen jetzt an der Stelle, die jetzt vielleicht hoffen, dass ich diesen Live-Aufbau jetzt hier auch auf YouTube einmal hochlade. Nein, das ist leider, in Anführungszeichen leider oder gut, für meine Kunden dann vorbehalten. Also das heißt für diejenigen, die sich dann tatsächlich so einen Bausatz bei mir organisieren. So ein bisschen was Besonderes soll man ja auch für sein Geld bekommen. Nicht nur das Produkt selbst, sondern halt eben auch noch so eine kleine persönliche DVD von der Sache her. Seid mir da also nicht böse. Ich habe oder bringe relativ regelmäßig ganz normale Aufbauvideos von Bedienisystemen aller Art. Und das ist halt hier dann so die Schön-Variante, was ich so als schön empfinde, interpretiere. Und deswegen, also das ist hier so mal so ein kleines bisschen die DVD. Ich lasse die im Hintergrund jetzt einfach laufen, habe den Ton ausgemacht. Und ihr seht halt hier, ich zeige halt wirklich alle Bauteile und erkläre auch dazu einiges. Also für mein Empfinden ist es eigentlich relativ, ich sage jetzt einfach mal, idiotensicher. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal angefangen mit den 1,5er. Den könnt ihr jetzt aktuell bei eBay kaufen. Steht es drinne für 89,95. Und ich werde jetzt in den kommenden Tagen natürlich auch weitermachen mit weiteren Produkten. Und ja, ich glaube, so als nächstes wird dann der 3,0 kommen. Und dann geht es im Prinzip hoch. Den Fidget Spinner Bedini, den habe ich auch schon als Bausatz bei eBay drin stehen, den Fidget Spinner Bedini 1,5. Da ist die DVD auch schon fertig. Und wie gesagt, da ist die Spule von mir schon fertig gewickelt. Und der Fidget Spinner ist dann auch schon in dem Fall mit Magneten besetzt. Also diese Arbeit habe ich euch dann auch schon abgenommen. Und wie gesagt, die DVD, die gibt es mir dazu. Eine ganz allgemeine Anleitung natürlich. Und ja, jetzt habe ich also im Prinzip angefangen mit den Bausätzen, dass ich das mal so ein bisschen aktualisiere. Und das würde ich euch hier mit diesem kleinen YouTube-Video einmal kurz näher bringen, dass ihr das dann wisst. Und ja, wie gesagt, weil ich habe so viele E-Mails immer wieder mal bekommen. Und ja, es tat mir halt immer selber irgendwo in der Seele weh, immer Nein zu sagen zu müssen. Gerade weil ich halt irgendwo auch ein bisschen gucken muss, wo ich mit meiner Zeit stehen bleibe. Und ja, jetzt diesen Sonntag hat es mich gepackt. Ich glaube, habe am Sonntag irgendwie 4 oder 5 Stunden Film gedreht hier in der Werkstatt. Und ah gut, es war einfach ein Tag, da lief's bei mir und habe ich gesagt, komm, jetzt musst du auch die Gelegenheit gleich am Schopfe packen. Und dann ziehe ich das durch. Ja, also wir haben jetzt hier von der DVD, während ich am Erzählen bin, 5 Minuten 30 Sekunden jetzt gesehen. Und ihr habt mal so ein bisschen im Hintergrund verfolgen können, wie ich hier so ein bisschen was zeige, erkläre. Und wie gesagt, jetzt alleine 5 oder knapp 6 Minuten habe ich jetzt damit verbracht, euch die Bauteile ein bisschen näher zu bringen, zu erklären, zu zeigen, dass auch nachher keine Verwechslungsgefahr besteht. Und die DVD selber, die ist auch in HD-Qualität. Also muss man sich da keinerlei Sorgen machen, dass es irgendwie irgendwas verpixelt ist. Ja, ob ich jetzt das in Zukunft immer auf DVD liefern werde oder vielleicht irgendwann mal doch auf so einer kleinen Speicherkarte, das weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Falls ich irgendwann mal umswitche, dann werde ich natürlich auf jeden Fall auch ausreichend hinweisen. Aber jetzt für die ersten, ja, erstmal für die erste Zeit auf jeden Fall werde ich das dann so beibehalten.
Ich bin mal gespannt auf eure Reaktion darauf. Das ist natürlich etwas, was ich auch immer mit ganz toll finde, wenn verschiedene Leute auch mal ihre Meinung dazu äußern, weil, wie gesagt, ich habe das Produkt mit meinen Kunden im Prinzip, mit euch, die ihr quasi hier zuschaut, ob ihr jetzt Kunde seid oder einfach, was heißt einfach nur in Anführungszeichen, jetzt einfach Leute, die als Kommentator aktiv werden, Tipps geben, Hinweise geben, Anregungen geben. Ganz, ganz vielen Dank dafür. All das zähle ich da mit rein und wie gesagt, zusammen kann man hier viel, viel weiterentwickeln. Ich habe in letzter Zeit, das kann ich ja schon mal ankündigen, ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ja, ich bin mir noch nicht so. Ich bin von einer Firma angeschrieben worden, die Arduino, diese kleinen Minicomputer, ich kann es nicht aussprechen, Arduino, ihr wisst, was ich meine, diese kleinen Mini-Raspberry-Computer sind sie, glaube ich, auch bekannt, vertreiben und ich habe sehr, sehr viel über diese kleinen Minicomputer gelesen, über diese Einplatinencomputer, wie sie auch, glaube ich, in der Umgangssprache heißen. Haben für mich einen sehr, 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 sehr großen Reiz. Ich muss aber fairerweise dazu sagen, dass mich persönlich das ganze Thema irgendwo reizt, weil ich die Möglichkeiten sehe, ja. Andererseits schreckt es mich auch ab, weil ich halt eben von dieser digitalen Technik in dem Fall jetzt nicht so wirklich Ahnung habe. Also, um es mal anders auszudrücken, ich könnte vielleicht gerade so einen PC zusammenbauen, gerade so mit ein bisschen Anleitung auf jeden Fall, gerade jetzt im Internet gibt es ja sehr, sehr viel. Aber ja, ich bin da jetzt nicht so der Mega-Crack, was die Sachen angeht von der Sache her. Ja, weiß ich jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, wie ich darauf reagiere. Muss ich mir ehrlich gesagt nochmal Gedanken machen. Ging jetzt erstmal um ein Produkt, dass ich das halt entsprechend zugeschickt bekomme, so wie mit meinen anderen Werbevideos auch, mit diesen Taschenlampen zum Beispiel von Atactical. Und dass ich das halt entsprechend einmal euch denn zeige und natürlich dann auch das Produkt selbst behalte. Und das, wie gesagt, ist eine sehr charmante, sehr interessante Art und Weise, weil es ist meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation für einmal für das Unternehmen selber, weil das kriegt dann so ein paar, ich sage jetzt mal, Klicks mehr oder vielleicht auch den einen oder anderen Kunden mehr. Und ich selber hätte dann so einen kleinen Minicomputer, wo man halt vielleicht einfach mal, ohne dass man gleich Geld investieren muss, so ein paar Experimente macht. Und es haben mich auch schon viele angeschrieben, also das ist eine ganz klare Sache jetzt auch schon über längeren Zeitraum, die in diese Richtung quasi geschrieben haben, so von wegen, mach doch mal was damit und damit. Und wie gesagt, ich habe es dann, glaube ich, auch den Leuten so geschrieben, dass alles, was so eine Platine hat, mich persönlich ein kleines bisschen abschreckt. Ich habe nichts gegen Platinen, aber ich weiß jetzt gerade, wenn der Kunde, wenn ihr jetzt so ein Gerät hier jetzt mal aufschrauben würdet und das wäre voll mit Platinen und Tri und Tra und Tralala, klar sieht es toll aus, aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer traut sich da was zu reparieren? Das ist wie mit den heutigen Fernsehern so, mit den Flachbildfernsehern so. Da brennt meist irgendein kleines Dödelbauteil durch einen Widerstand oder irgendein Scheißding, was wirklich bloß einen Cent kostet oder lass es mal 10 Cent sein. Und ja, man schmeißt das Gerät weg, weil man einfach keine Ahnung mehr hat, wie das zu reparieren geht. Ich selber auch nicht. Also ich muss mich da jetzt auch dazu zählen. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich halt auch immer ganz, ganz großen Wert drauf gelegt habe. Und die Kunden, die wissen das auch, die von mir ein Gerät gekauft haben, wenn mal was kaputt gegangen ist über die Jahre, dass man dann einfach, oder vielmehr, ich habe dann einfach gefragt, beschreibe, was passiert ist und so weiter. Und dann konnte ich das dann relativ genau eingrenzen. Und dann war meine erste Frage, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du schickst es mir zu und ich repariere das. Und die andere Möglichkeit ist halt eben, wenn du sagst, du kannst das selber machen. Ich habe ihm dann erklärt, was auf ihn zukommt. Und dann konnte er im Prinzip als Kunde dann entscheiden, ob ich das mir zutraue oder nicht. Und dann habe ich ihm dann das Bauteil zugeschickt, wenn er es denn selber machen wollte. Und das hat auch alles immer ganz gut geklappt. Ja, und das ist halt das auch, worauf ich selber riesengroßen Wert lege, dass ihr quasi. Oder dass der Kunde, der sich nachher auch das Produkt bei mir kauft, nicht einfach nur kauft und dann, ja, hört man so gesehen nichts mehr von mir, sondern wenn ihr da Fragen habt oder irgendwelche Probleme haben solltet, dann kann man mich immer anschreiben. E-Mail-Adresse und so weiter wird immer alles mitgeschickt. Und viele wissen das dann auch schon, dass man nicht einfach dann aus der Welt ist. So, jetzt habe ich dann doch wieder eine Viertelstunde gequatscht. Ich rühre gerade schon nebenbei meinen Tee um. Der wird auch schon wieder immer kälter. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Reaktion drauf. Der ein oder andere wird sich natürlich mega jetzt freuen, weil ihr vielleicht schon drauf gewartet habt, auf diese analogen Bausätze. Schaut einfach mal bei eBay rein.
Mein eBay-Name ist auch Roy Kundusch, einfach zusammenschreiben. Oder klickt einfach mal auf mein letztes Video. Da habe ich, glaube ich, auch meinen Kanal verlinkt. Und da seht ihr auch aktuell alle Angebote, die ich so habe. Wenn wir gerade schon mal lustig, hübsch und schön beim Thema sind, schwenken wir mal zurück. Ich weiß gar nicht nämlich, ob ich das in einem letzten Video schon gesagt habe. Denn ich habe mich jetzt auch entschieden, dass ich die fertig gewickelten Lüfter vom 1.5er angefangen bis hoch zum 5.0er fertig gewickelt. Ihr seht es hier als, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man dazu Ersatzteil sagen kann, aber auf jeden Fall als Teil, als Produkt mit anbiete bei eBay. Das heißt also für euch, wenn ihr euch nicht zutraut, so Lüfter selber zu wickeln oder wenn ihr nicht wisst, welcher Lüfter eignet sich am besten und bevor man jetzt einen Haufen Geld versenkt mit Lüfterfehlkäufen, kann man natürlich dann auch sagen, komm, weißt du was, dann hole ich mir so einen fertigen Lüfter, da weiß ich, was ich kriege, da weiß ich, dass er funktioniert. Und eine Anschlussanleitung ist auch noch mit dabei, dass man im Prinzip wirklich nichts verkehrt machen kann. Die Schaltung, die müsstet ihr natürlich dann selber noch irgendwo organisieren. Da gibt es hier bei eBay auch viele verschiedene Anbieter, was das Thema angeht mit Bedinis. Schaut einfach mal oder halt eben entsprechend bei Google, wer das selber basteln möchte. So, das waren jetzt erstmal so die ganzen aktuellen News, hätte ich beinahe gesagt. Vielleicht noch so am Rande, bevor ich es bei eBay reinstelle. Es gibt aktuell diesen Fidget Spinner Bedini 3.0, den ich euch in einem, ich glaube, vorletzten Video als Produkt vorgestellt habe. Den gibt es jetzt auch. Also den habe ich jetzt quasi noch einmal da. Und bevor ich ihn jetzt bei eBay reinstelle, wie gesagt, wer da Interesse hat, schreibt mich einfach an. Oder hier als Kommentar drunter. Oder wenn ihr meine E-Mail-Adresse habt, sollte eigentlich mittlerweile auch bekannt sein. roy@volksbedini.de. Schreibt mich einfach an. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.